Moini! Nach einer kurzen Pause bin ich wieder back mit Reactions. Das hatte den Grund, dass die beiden Videos, die ich hochladen wollte, beide gestrikt worden sind. Super. Deswegen reacte ich heute auf was, wo ich nicht gestrikt werden kann. Und wenn, dann wäre es echt kacke. Nämlich, ich reagiere auf die ersten Videos von Ben und Mia. Die sind übertrieben alt, Leute. Also hier gibt es Videos, die sind 7 Jahre alt. Vor 7 Jahren war ich 17. Also es ist crazy lang her, Leute. Es ist crazy lang her. Deswegen würde ich jetzt sagen, starten wir rein. Ich habe auch zu jedem Video was zu erzählen. Wir starten in dieses Video rein. 5 unsichtbare Secret-Häuser. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe in dem Video nicht geredet. Aber ich habe diese Map gebaut für Benson. Okay, okay. Hey, meine Rabauken. Und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge in Minecraft. Heute zeige ich euch... Das ist noch, Leute, das ist noch in Bens alter Bude. Studentenbutze. Hier, ganz kleine Küche, nur Kochfeld und so. Ganz, hier ist das Bett, direkt hier Fernseher. Also winzig klein, Alter. Ich gönne ihm aber von Herzen, Alter, seine Wohnung. Auch wenn ich es manchmal aus Spaß Trash-Talk. Aber wirklich, ohne Witz. Ben ist das Beispiel für... Started from the button now here. Euer Haus, eure Basis für euren Kumpels zu verstecken, damit die da nichts klauen und nichts kaputt machen. Ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß mit dem Video. Heute befinden wir uns auf dieser wunderschönen Vanilla-Minecraft-Map, die wir komplett selbst gebaut haben. Also zumindest die Einzelteile. Zum Beispiel dieses kleine Häuschen, diese Kirche, haben wir wirklich selbst gebaut. Leute, hier ist nichts heruntergeladen. Und auch die 5 versteckten Gebäude, die man jetzt auf den ersten Blick gar nicht so erkennt zumindest, haben wir natürlich auch alle selbst gebaut. Und das ist echt eine Menge Arbeit, Leute. Aber ich möchte gar nicht so viel rumpalabern. Ich würde sagen, wir liegen los. Hier haben wir schon ein Schild. Top geheim. Aufpassen. Hier wohnt Ben. Das ist nämlich meine kleine Hütte. Ich erinnere mich so krass daran, hat mich Ben gefragt. Jo, weißt du, wir können so ein Video machen. Dann haben wir so ein Video zusammen gemacht. Und bin ich hier irgendwo? Bin ich hier? Komme ich hier irgendwo vor? Nee. Aber ich stehe auf jeden Fall richtig random auf der Map rum. Ich stehe super random auf der Map rum. Aber das war so eines der Videos, wo ich mitgeholfen habe. Aber da war ich noch zu schüchtern, um mitzureden, Leute. Das nächste Video ist, glaube ich, das hier. Das ist auch 7 Jahre alt. Und da habe ich nämlich, glaube ich, das erste Mal geredet. Ich bin mir nicht sicher. Was? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder, wait, ich glaube, ich habe da nicht geredet. Was ich mit Schloss Edition meine, seht ihr ja schon auf dem ersten Blick hier. Denn hier sind 2 Schlösser gegenüber. Ich glaube, ich habe da nicht, Ich glaube, ich habe da nur mit Ben so secretmäßig auf dem TS geredet und gehört, was er sagt. Und Ben hat irgendwie alles rausgeschnitten, was ich gesagt natürlich. Habe. Wir haben hier Phantasia, wir haben die Normalen, wir haben Astral und Reisenden an. Letztes Mal mit den Piratenschiffen, da seid ihr unfassbar abgegangen. Noch mein ganz alter Skin gewesen. So. Das war echt ziemlich krass, Leute, danke schön. Und wir rüsten uns quasi jetzt mit diesem Schloss aus. Wenn der Timer aktiviert wird, ungefähr 10 Minuten, Pi mal Daumen, dann müssen wir in die Mitte stürmen mit unseren bekommenen Stuff-Loot-Drops und treten an, 2 gegen 2. Jeder hat 3 Leben, solange bis ein Team nur noch übrig ist. Und ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück. Und viel Glück, geht Leute. Los. So, Elina. Dann übrigens, Elina hört mich, aber ich höre sie. Nein, umgekehrt, sie sagt nichts, aber ich höre sie. Denn sie war zu schüchtern, um im Video zu sprechen. Wow, Alter, Elina, was hast du gemacht? Oh, ich bin tot. Ich habe überlebt. Ich weiß nicht, wie ich überlebt habe, aber ich habe überlebt. Ich wurde 10 Kilometer in die Luft geschleudert. Boah, ey. Ich meine aber, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, irgendwo hat man mich da auch im Video gehört. Hat man mich da doch nicht irgendwo gehört? Ach so, okay. Nee. Dann war das, glaube ich, in einem anderen Video. Da hatte ich dann so ein Wort mal gesprochen. Ich hatte dann ein Wort mich getraut zu sprechen. Wir können mal hier in dieses Yeezy reingucken, weil wir haben ja jetzt schon mal reingeschaut und ihr wisst, ich habe so ab und zu was gebaut. Meine Rabauken. Aber ich habe für Ben schon häufiger so Sachen gebaut, ne? Und dieser Yeezy war so eines der ersten Sachen, die ich so Lucky Block-mäßig für Ben gebaut habe. Und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Super Lucky Blocks Battle. Chillig. Heute seht ihr das, Leute? Pflanze auf dem Schreibtisch. Und ich wünsche euch super viel Spaß mit dem Video. Let's go. Im heutigen Battle trete ich an gegen Awesome Elina, ihr kennt sie bereits, Karina. Ah, da habe ich immer noch nicht geredet. Dönerröschen, alles bekannte Gesichter aus meinem Team. Da und jetzt haben wir auf dieser Yeezy-Map. Leider nur ein Schuh, wir wollten eigentlich ein paar machen, aber es ist so krass am Laggen, wenn das zu viele Lucky Blocks sind. Deswegen geht das Den habe ich gebaut, Leute, den Yeezy. Ich muss ehrlich sagen, den Yeezy fand ich jetzt nicht so krass. Der war jetzt nicht so berauschend, aber der war okay. Okay, jetzt müssen wir auch mal ein Video gucken, wo ich so das erste Mal so mitrede.
Was gucken wir da? Das hier? Das ist übel alt. Das ist übertrieben alt, glaube ich. Hey, meine Rabauken. Und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge Minecraft Lucky Block Egg Wars. Heute zusammen mit Awesome Elena. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Peinlich. Hallo. Junge, wie kann ich so damals geredet haben? Hallo. Oh mein Gott, das ist anders peinlich. Ich hoffe, den Zuschauern geht's auch gut, Leute. Wir haben heute einiges zu tun, einiges zu erledigen, denn erstmal sind hier mehr Spawner, Leute, gab ein Update, also jetzt mehr Action. Und Elina hat das Lucky Kit, ich habe das Apfel-Dieb-Apfel-Kit. Hi, ich bin der Zukunfts-Benson und ich werde jetzt in diesem Video versuchen, Elina zu veräppeln. Ich werde mit einem Plugin, was wir extra für diesen Zweck geschrieben haben, daran erinnere ich mich noch, Stelle, das kommt mir gar nicht so lang vor. Kann ich Blöcke verschwinden lassen, her? Die verschwinden aber nur, wenn Elina sie auch berührt. Sechs Jahre. Der perfekte Troll, das wird sie niemals merken. Boah. Und wenn ihr mehr davon so sehen lang. Müsst, mehr Trolling, so würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den... Und zwar hat man versucht, Teil aus den alles mal, zu machen. Was ich da sonst noch so sage. Gefühlt rede ich gar nicht. Flink, bevor rede ich hier auch irgendwo. Prozess, hallo? Alleine sag ich auch mal was? Rede ich mal aus. Ich glaube, Elina nimmt auch teil, weil die braucht nämlich auch einen Gaming-PC, habe ich gehört. Ja, kein Witz, Alter. Ich würde dir wirklich raten, teilzunehmen. Jetzt mal no joke. Okay. Hey, wait. Von dem Kanal, da bin ich im Irren Gaming. Finde ich ganz cool. Alleine, den ihr daran teilnimmt, könnt ihr auch schon... die Höllenmaschine haben. Ah, okay, es ging um die Höllenmaschine. Ich dachte, es ging... Wir hatten nämlich letztens, hatten wir irgendwo über all die PCs geredet und dass Ben mal einen verlost hatte. Und ich habe mich nämlich gefragt, ob er das jetzt in dem Video announced, das wäre echt funny gewesen. Oh, dankeschön. Die Lucky Chest Blatt ging ab in die Mitte. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Diamanten. Ist einer mit Full Iron. Oh mein Gott. Alter, deine Chestplatte rettet mir gerade so den Arsch. Ich sag ja gar nichts. Okay, Goldapfel essen. In der Mitte geht hier eigentlich nichts irgendwas? Ab. Also gucken also, wir mal. Das Video läuft drei Lucky Minuten und ich hab nichts gesagt. Erstmal tipptopp. Oh, ich hab eine Kaktus-Chestplatte. Aber ich hab ja schon eine nice Chestplatte. Ich sag also einfach clean nix. In dem siehst du, oder wo? Okay, okay, irgendwo muss ich diesen unsichtbaren Block-Troll mal machen. Da kaufen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Und die müssen wir aktivieren. Mhm. Hat irgendwo da kommt jemand. What the heck? Da ist das mit Obsidian angeboten. Oh mein Gott. Ja, ja, ich krieg den, Ich hab ihn nicht. Die Kiste aus einmal aufgeräumt. Ich hacke wirklich nicht, aber ich hab räumt. Einfach so. Blöcke verschwinden, die ganze Kiste wird ausgeräumt. Hä? Wahrscheinlich, Alter. Und meine Hose. Oh Mann, die habe ich eh schon. Ist das hier voll eingebaut? Ja, das passt. Okay. Oh mein Gott. Endlich habe ich mal mehr als ein Wort gesagt. Ich hab auch noch ein paar Lucky Blöcke, stark, Elina, stark. Chestplate, hier die Chestplate, da bist schon. Da müssten doch die erst liegen. Mhm. Zwei. Wo werde ich hier jetzt getrollt? Ich muss mal ein bisschen skippen. Kopf. Und Schneemann. Oh, Schneebälle. Das ist meine Maus. Hallo? Eine Rettungsplattform. Ah, hier. Noch eine Leiste. Ja, du hast locker viel mehr, aber du fährst natürlich wieder mit unserem ganzen Stuff runter. Danke dafür. Ah, what the fuck? Was kann ich denn dafür, wenn diese Scheiße so scheiße funktioniert? Was? Das habe ich damals gesagt? Was? Das wird rausgepiept. Das wurde nicht rausgepiept. Das wurde nicht rausgepiept. So, Alter, geil, ey. Oh, Pink tötet gerade Dingsbums. Wir gucken uns an. Ey, also ich habe nicht viel gesagt, aber ich muss sagen, das, was ich gesagt habe, war qualitativ hochwertig. Okay, super Lucky Block Kinderzimmer Battle. Ich glaube, daran erinnere ich mich. Hey, meine Rabauken. Herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge gucken Lucky Block Kinderzimmer Battle. Heute mit einem kleinen Special. Wenn euch solche coolen Battles gefallen, nicht vergessen, den Abo-Button zu flanken. Oh und ja, flank den Abo-Button, Leute. Auch bei mir. 100k. Wir befinden uns in einem überdimensionierten Kinderzimmer und wir haben die More Player Models Mod aktiviert. Oh ja, die war richtig krass damals. Man kann seinen Skin selbst gestalten, wie groß er ist. Ich habe mir Bart gegeben, ich habe mir Hörner gegeben. Wir haben hier eine Katze, wir haben eine Fee, wir haben ein, ich weiß nicht genau, was das ist. Red ich da? 1000 Lucky Blocks hier, Lucky Blocks. Ich rede da wieder nicht. Das wird ein episches Battle. Das ist wieder ein No-Talk-Video. Wer sollen wir denn heute sofort bekommen? Die Little Hearts. Mein Gott. Wie heilt zwei Herzen, wenn man das ist? Vielleicht okay, rede ich auch am Ende erst. So nee, wahrscheinlich hier nicht. Haben wir das war dann wieder ein No-Talk-Video. Ja, vor sieben Jahren. Das sind so Videos, da habe ich nicht geredet. Okay, wir machen weiter. Aber Leute, ich muss hier euch nochmal die Best of Awesome Elina Sachen zeigen. Hey, meine passt auf. Diese Sachen nämlich, habe alle ich gebaut. Ich habe die alles mit meinen eigenen Händen gebaut. Und ich bin da so stolz auf mich. Heute sind wir mal in einem Zweier-Battle. Warte, habe ich da was gesagt? Hallöchen, Elina. Hallo.
Oh mein Gott. Hey, mein Rabauken. Ich habe mich gerade übel verdrückt, aber hey, mein Rabauken. Mein und Gott. Noch einmal, hey, mein Rabauken. Und ihr lasst ein Like da. Leute, ey, was sage ich? Also, es ist bestimmt hey, nicht so peinlich. Und herzlich willkommen wie zu Fresh. Für Folge Minecraft Lucky Blocks. Also für euch wie für mich. Aber wie ich da, hört mal zu, wie ich da Hallo sage. Etel, Hallöchen, Elina. Hallo. Hallo. Das ist schon schlimm. Das ist schon schlimm, muss ich sagen. Hallo. Ah, weiß ich nicht. Also das kann man machen, aber irgendwie... Wenn wir vier haben, können wir uns zwei Illuminati-Boots machen. Das wäre eigentlich perfekt. Antworte, okay, Leute. Ben. Wir haben genug Babys abgebaut. Ich antworte Ben einfach klinisch. Wir gehen nach unten. Hä? Lina, wo bist du eigentlich gerade? Ich bin... Okay, das Wasser hier ist ganz praktisch. Da kann ich nämlich... Oh mein Gott. Also Leute, ich wusste, dass ich schüchtern war früher. Also schüchterner als heute. Aber ich wusste nicht, dass ich so übertrieben schüchtern war. Elina, was machst du eigentlich gerade? Bin tot. Also kein Wunder, dass mich keiner gemocht hat. Nein, ich wurde schon gemocht, Leute. So schlimm war es auch nicht. Aber what the heck? Oh Gott. Sag ich hier mal was? Wie nur so ein Müll. Ja, die Hypnosisrüstung brauche ich eh nicht. Die ist schwächer als die. Ja, brauche kein Mensch. Okay. Die Ghostbusters brauche ich jetzt Boah, noch. Das war nämlich dieses riesen Oreo-Teil, so was ich da einmal Mann. Gebaut okay, habe. Gebaut mit Baka Lucky Blocks Water, die auch ein Update bekommen haben. Es fängt an zu regnen. Dory Lucky. Das war so eine coole, also ohne Witz, das ist eines der Bauwerke, auf die ich am stolzesten bin, diese Oreo-Packung. Und das hier. Hey, meine Rabauken. Und Boah, das ist ein überfresher Pulli. Herzlich willkommen zu einer Fresh neuen Folge Minecraft Super Lucky Blocks Battle. Heute gegen Elina. Hallöchen. Hallo. Hey, und... Oh, wie sag ich denn Hallo? Ich sag Hallo auf dem Weg, wie es am unentertainendsten ist. Das Einzige, was man machen muss in Videos, ist funny sein, ist lustig sein. Und ich sag einfach Hallo. Oh mein Gott. Elina, heute ist ein ganz besonderer Tag, habe ich gehört. Mhm. Ich bin schwanger. Okay, doch. Manchmal bin ich lustig. Manchmal das tatsächlich nicht, sondern Elina hat heute Geburtstag, oh, Leute. Also seid doch mal so lieb Birthday. Und schreibt ihr ein paar nette Glückwünsche. Wie alt in die bin Kommentare. Ich da geworden? Wie alt bin ich da geworden? Kam das Video am selben Tag? Es kam doch nicht am selben. Doch, es kam am selben Tag. Da bin ich fresche 18 Jahre alt geworden. Yeah, 18 Jahre. Ich drehe erstmal ein Video. Oh mein Gott. Aber ich war mit 18 so schüchtern. Hallo. Oh. Leute, und außerdem gibt es auch noch eine zweite Neuigkeit, mal abgesehen davon, dass wir hier eine verdammt nice Nintendo Switch haben mit Super Mario als Emblem drauf und den beiden Controllern links und rechts. Sieht auf jeden Fall sehr, 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 ja, sehr Leute, nice aus. Ja, Leute, das hab wieder ich gebaut. Ohne Witz, darauf bin ich echt stolz. Aber Leute, guck mal, passt auf, da bin ich nämlich 18 geworden und jetzt kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, denn merkt euch dieses Datum, 10.03.2017. Hey, meine Rabauken, und herzlich willkommen. Stopp! Und hier war dann der 2.05.2017, Leute. Und das war überkrass. Ben hat mir, ich glaube, nach meinem Geburtstag, hat er mir nämlich ein PC geschenkt. Der war bei meinem Nachbarn, ich erinnere mich noch komplett daran. Der PC ist irgendwie bei meinen Nachbarn erstmal angekommen. Dann haben die gesagt, boah, das ist aber ein schweres Paket. Ich habe das so mitgenommen und dachte mir so, boah, Alter, was hat mir Ben da zum Geburtstag geschenkt? Und ohne Witz, Ben hat mir damals meinen ersten Gaming-PC geschenkt. Das war 2017. Da habe ich das erste Mal erfahren, wie geil das ist, auf einem PC zu spielen. Wie flüssig das alles ist. Ich hatte davor einen Laptop und es war so geil. Und der Laptop war auch schon ziemlich alt. Und ich habe da als erste Amtshandlung... habe ich da diese Magical Clash Chest Royale, aus Clash Royale. Die Magical sieht Chest übelst gebaut nice mit aus. Dem ich neuen richtig, PC. Richtig cool, ohne Witz. Leute. Wir das haben war hier so natürlich die cool, Fantasia-Blöcke, die Troll-Blöcke und die Shape-Blöcke. Das heißt wirklich die auch ultimativen das Blöcke sieht überhaupt. Cool das wird aus. Ziemlich, ziemlich cool. Also, außerdem haben wir im Inventar Time Machine, Moly. Ender, Rainbow Spider. Da habe ich echt richtig krass was gebaut. Also ohne Witz. Das war eines der schönsten Tage in meinem Leben, als Ben mir das geschenkt hat. Das war ultra krass. Und Leute, hierzu habe ich auch noch eine Story. Ihr seht dieses hey, meine Happy Rabauken Meals und Video. Herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge Minecraft Super Lucky Blocks Battle. Und zwar heute zusammen mit... Man merkt es gar nicht so krass. Das finde ich irgendwie voll interessant. Aber es war auf jeden Fall ein Placement. Mit awesome Elina, hallöchen. Hallo. Ja, du schaust. Oh, mal. Da habe ich ein bisschen cooler Hallo gesagt. Hallo. Oh, yeah. Dann war ich so langsam fast YouTuberin.
Das ist ein Placement gewesen und zwar, wie man unschwer erkennen kann, für McDonald's. Und Leute, ihr müsst wissen, wir haben dieses Video um 6 Uhr morgens gedreht, weil man hat ja bestimmte Deadlines, wenn man irgendwelche Placements abgeben muss. Und das war an dem Tag, aber zu auch einer bestimmten Uhrzeit. Das Ding ist aber, ich war zu der Zeit noch in der Schule oder Ausbildung oder am Arbeiten auf jeden Fall. Was dann bedeutet hat, dass ich halt nicht zu Hause war und wir hätten es nicht so mittags aufnehmen können oder abends auch nicht, weil dann wäre die Deadline überschritten gewesen. Und das heißt, wir mussten es um 6 Uhr morgens aufnehmen und außerdem habe ich die Map halt auch wieder vorbereitet und das war so krass, eine Leute. Aber ohne Witz, das Ergebnis kann sich mega sehen lassen. Fantasia, also, ganz wieder ein YouTuber. Ja, ultra krass. Und jetzt nochmal zum krönenden Abschluss, Leute. Wir gucken nochmal auf Bens Kanal. Gehen mal auf beliebt. Und jetzt gucken wir mal, ob Ben ein Real-Life-Video hat. Oh, hier. Das müsste unser erstes Real-Life-Video gewesen sein. Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zum dritten Real-Life-Video. Ihr habt die ersten beiden extrem gefeiert. Ich hoffe erstmal, dass ich mich jetzt hier gerade überhaupt erst aufnehme. Mit dabei ist Elina. Moinsen. Moin. Heute machen wir was mega Cooles. Wir werden alle Minecraft essen, werden wir selbst essen. Okay. Plus am Ende ein Goldapfel und eine goldene Karotte. Also ich hatte da auf jeden Fall kürzere Haare. Ich hatte da auch dunklere Haare, weil jetzt blondiere ich die nämlich immer. Aber das habe ich jetzt schlimmer erwartet. Ich habe gedacht, ich sehe komischer aus. Das ist Leute. Es gibt echtes Gold. Aber ich habe mich damals, glaube ich, nicht geschminkt. Mit dem echten goldenen Apfel essen am Ende. Deswegen das sehe wird sehr, sehr cool. Wir haben die ersten drei Sachen hier. Müde aus. Liked erstmal das Video. Sonst essen wir hier gar nichts. Habt ihr auch verstanden? Okay. Was ist mit mir los? Das war ja gerade mal vor 2 Jahren. Das war ja fast gestern. Und ich bin nicht entertainmentmäßig am Start. Naja, Leute, heute bin ich ja entertainmentmäßig am Start. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein, Leute. Tschüssi!